Morgen, Freunde. Ich bin wieder in Gießen, aber es ist schon Sonntag und ich nutze mal heute meinen freien Tag und zeige euch heute nochmal ein schönes Fahrzeug. Von diesem Fahrzeug habe ich schon mal ein paar Fotos reingestellt, die, glaube ich, auch ganz gut angekommen sind. Profilativ von eurer Mobil 720 EF. Schönes winterfestes Fahrzeug. Und den will ich euch heute noch mal einmal ganz kurz, ja, mal so praktisch als Film vorstellen. Ich nehme euch einfach mal mit. Ich bin hier gerade, ja, laufe ich gerade auf dem Gelände von uns. Ich arbeite ja bei der Firma MP Reisemobile Hessen GmbH hier in Gießen und deswegen habe ich auch immer mal wieder, ja, Chancen, interessante Fahrzeuge abzufilmen und zu fotografieren. Gehört auch zu meinem Beruf ein bisschen mit. Ich stelle die Fahrzeuge ja auch bei uns auf der Internetseite ein. Ja, und hier haben wir jetzt schon unseren PT, also euer Mobil, Profiler T 720 EF. Ich zeige euch den mal einfach mal von außen. Ausgestattet ist das Fahrzeug schon mit einer Markise. Da ist auch dieses ALDE Plus-Paket ist da mit drin. Sprich, das Fahrzeug hat eine ALDE Warmwasserheizung. Das ist wirklich, ja, was Feines. Eine wirklich, ja, großzügige Heckgarage habe ich hier. Dann haben wir auf der Seite noch den, ja, so eine Außen-TV-Steckdose haben wir mit 230, 12 Volt. Und hier ist der SAT-Anschluss. Das ist der Außengasanschluss. Ganz normal unsere Aufbautür. Könnt ihr schon mal einen Blick rein werfen. Mal einen ganz kurzen Blick rein. Da sieht man EF, also Face-to-Face-Sitzgruppe. Die Aufbautür mit einer Zweipunktverriegelung. Mit Fenster und Verdunklung. Hier sieht man den ALDE Warm, ja, den Abgaskamin der ALDE Warmwasserheizung. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass ich im Moment mit Stuss rede. Ist noch ein bisschen früher morgen. Was heißt früher morgen? 10 Uhr, glaube ich. Ja, hier sieht man das schön. Das Cockpit schon mal. Und hier haben wir das Automatikgetriebe. Radio Navi ist vorgerüstet. Klimaautomatik. Eigentlich alles das, was das Herz begehrt. Und hier sieht man auch schon mal Anzeichen. Hier habe ich so einen Konvektomaten von der ALDE Warmwasserheizung. Ein Entlüftungsventil damit bei. Gehen wir mal auf die andere Seite. Tja. Wunderschönes Fahrzeug. Das Fahrzeug ist, ja, über 3,5 Tonnen, ich glaube 4,4 Tonnen. Aber die genauen technischen Daten, die findet ihr auf der Verlinkung, die ich in das Video reinstelle. Dann haben wir das. Genau. Das neue, ja, Multifunktionslenkrad von Fiat. Hier haben wir jetzt das Bereich, es betrifft alles, was ich abfragen kann am Fahrzeug selber. Telefon. Hier ist dann das Ganze mit der, ja, Tempomaten. Dann haben wir hier, das Fahrzeug ist natürlich ausgestattet mit der, mit einer Verdunklung. Wirklich simpel gemacht. Toll. An der Windschutzscheibe ziehe ich es einfach hoch. Dann kommt es runter. So ist es dann wieder fest. Ich mache das schon mal zu. Ja, ganz klassisch. Dieseltank AdBlue. Einfüllstutzen für Frischwasser. So, mal hier. Hier müssten dann die. Genau. Hier sitzt dann praktisch, ja, der Frischwassertank direkt. Und da sieht man mal so ein bisschen die ganzen Entleerungshähne. Wasserpumpe damit bei. Ja, und sowas alles. Mach das mal wieder zu. Direkt zuschließen. Ja. Fach für Gas.
2x11 Kilo. Hier ist der Abwasserschlauch und da sieht man die Duo Control mit Gasfilter. Die Fernanzeige sitzt innen. Ausgerüstet ist das Fahrzeug auch mit einer SOG. Die ist hier. Hier hinter befindet sich ja das Kassettenfach oder die WC-Kassette. So, mach mal auf. So, da sieht man das. Das haben die schön gelöst jetzt hier mit so einem, ja, würde sagen, Gardinenband. Ne? Filter der SOG sollte man einmal im Jahr wählen. Und ja, richtig schön gelöst. Cool. Muss mal sehen, dass ich schnell wieder alles zumache. Genau, dann haben wir, hier sieht man das schon, Strom ist dran an dem Fahrzeug, weil das schon ein paar Mal gezeigt worden ist. Letzte Woche hatten wir krankheitsbedingt hier in Gießen leider das Öfteren zugehabt. Da war ich ja, habe ich auch in den letzten Filmen gesagt, dass ich in Marburg war. Ja, und jetzt sieht man nochmal wirklich schön einmal die, ja, wirklich große Heckgarage. Dann haben wir hier, ja, das sieht man, Batteriehauptschalter ist hier vorhanden. Hier ist die, ja, elektrische Betätigung des Abwassertanks. Die Belegung der Sicherung, dahinter befindet sich dann ja die Technik mit den Batterien. Ne? Und jetzt witzigerweise, ich kann jetzt mal nach oben gucken, jetzt gucke ich in den Schlafbereich rein. Die Betten sind also aufstellbar. Ja, und was ja vielleicht noch besonders ist, man sieht hier so eine Matte. Das ist eine beheizte Fußraummatte fürs Führerhaus, die dann auch direkt an der alte Warmwasserheizung angeschlossen wird. So, hier schon mal zu. Ja, dann gehen wir mal in das Fahrzeug rein. Schauen wir mal. Hier können wir auch mal zumachen. Zack. So, dann gehen wir mal rein. Machen wir uns erstmal das Licht hier drin an. Anmachen. Das meckert er gleich sofort. Wir stehen an Strom. Auf. On. Jetzt haben wir Licht an. Licht ist an. Ja, wo ich gerade hier, ja, hier ist das Bedienteil. Das klassische von eurem Mobil, das Bedienteil der alte Warmwasserheizung. Hier haben wir nochmal USB und hier sieht man die, ja, Fernanzeige der Duo Control. Jetzt meckert gerade das Bedienteil, weil Wasser ist leer. Ja, EF, Face to Face. Ich habe hier keine klassische, ja, Sitzgruppe. Ich sitze hier wirklich gegenüber. Wunderschön. Großzügiges Raumgefühl habe ich bei diesem Fahrzeug. Ich gucke mal, wie ich euch das mal am besten darstellen kann. So, jetzt habe ich das mal. Jetzt sieht man das mal einmal komplett. Wunderschön. Der Tisch ist natürlich ausziehbar. Dazu muss ich, was heißt ausziehbar? Ich tue heute Morgen Stoßriemen. Ich kann ihn natürlich vergrößern. So, umklappen. Habe ich einen wirklich großzügigen Tisch. Mach das wieder rum. Fahrer- und Beifahrersitz sind natürlich drehbar. Wenn ich das mache, ist es natürlich deutlich größer. Nochmal vom Raumgefühl. Können wir mal machen. Den mal kurz wegdrehen. Ziemlich einfach zu drehen, das Ganze. So. Ich lichte mal die Kamera aus der Hand. Na. Den drehe ich mir auch nochmal. Wunderbar. So. Das kann ich. So. Sieht man das mal schön. Jetzt könnte ich hier ganz locker mit
1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute sitzen. Hab trotzdem ja, genügend Platz bei dem Ganzen. Dann kommen wir auch schon mal zur Küche. Die Küche ja, ist diesmal hier nicht ganz so groß, aber äußerst funktionell. Ich kann das hier vorne umklappen. Hier kann ich dann das gespülte Geschirr drauf machen. Ganz pfiffig finde ich das dann ja, mit dem Wasserhahn. Das ist wirklich pfiffig gelöst. Dreiflammenherd haben wir. Genau. Mit Piezozünder. Ja, wirklich großzügige Schränke. Macht die mal alle auf. Kann man mal durchgucken. Und komplett mit Regalbohnen. Wunderschöne, gute Qualität. Hier ist jetzt schon ein Fernsehhalter vorgerüstet. Da kann man, glaube ich, locker an 32 Zoll mit hinhängen. Nochmal ja, Oberschränke mit bei, oben drüber. Was fehlt uns noch? Ja, Kühlschrank gehört natürlich auch zur Küche. Oh, ist sogar an. Können wir gleich mal ausmachen. Aber jetzt ist es ganz gut. Mit eingebautem Gefrierfach. Wunderschön groß. Ich mache den mal aus. Der braucht jetzt ja nicht laufen. Hier oben habe ich nochmal ein großzügiges Regal. Und das Schöne bei den Fahrzeugen, die über 7 Meter sind, finde ich immer ja, die Nasszelle. Die gucken wir uns mal an. Ich habe hier ja, eine schöne Dusche mit einer wirklich wahnsinnig schönen Beleuchtung. Ich finde die cool. Die Dusche befindet sich auf der Beifahrerseite. Und dann habe ich, ich mach mal rum. Ich kann dann praktisch jetzt die Tür hier zumachen. Habe ich das schön zum Wohnraum abgetrennt. Und hier befindet sich dann ja, die Toilette mit Waschbecken, Tedford-Toilette, natürlich drehbar, sonst hätte ich ein bisschen Platzprobleme. Ein Unterschrank, ein wirklich schönes Waschbecken, eine wirklich tolle Armatur. Und schön, das haben wir so mitbestellt hier bei diesem Fahrzeug, das ist ja, ein extra Toilettenfenster mit dem Raum drin. Ein schön, ja, ich sage mal Alibert-Schrank. Da haben wir den. Mit einer 230 Volt Steckdose innen drin. Hinzu kommt noch, wir haben hier noch ja, eine Dachhaube. Aufstellbar. Ja, dann kommen wir mal direkt zum Schlafbereich. Ich mache mal hier das Bad zu. So, jetzt haben wir hier ja, unsere Betten. Jetzt habe ich das eine, das war schon oben. Und die sind komplett aufstellbar. Entweder kann ich mir hier einen Wäschekorb hinstellen, hier unten irgendwo, oder einen Wäschesack irgendwo festmachen. Kann ich das natürlich schön alles direkt reinwerfen. Dann, ich mache die mal runter. So, so sieht man dann schön das komplette Bett. Ich kann das auch zu einem großen Bett zusammen machen, indem ich das ausziehen kann. Und dann kann ich das Polster da reinmachen und dann habe ich ein schönes großes Bett. Die Leiter, die haben wir in der Heckgarage gesehen. Ich mache das mal wieder weg. Ja, hinten sind die Schränke offen. Dann habe ich hier nochmal einen Schrank. Hier sieht man ja den Behälter, den Ausgleichsbehälter der alten Warmwasserheizung. Das Bett kann ich natürlich auch noch aufstellen. Ich mache das auch mal hoch. Genau, mal einen Blick nach draußen durch die Heckgarage. Hier haben wir noch ja auch noch mal schöne Stauschränke oder Staufächer mit Regalböden. Ach und sehen, hier ist ja hier wird sich das direkt anbieten für Wäsche oder sonst was, wo ich direkt dran will, wenn ich nicht nach draußen laufen will. So. Dann haben wir hier natürlich, wenn die Betten, das muss natürlich erst zurück, sonst geht's nicht. Hier haben wir nochmal ja, diese Schranktüren.
Was haben wir? Genau. Hier ist dann praktisch der Kleiderschrank zum Hinhängen. Haben wir vorhin gesehen. Und ich habe. Mach das mal los. Den mal runter. So. Und. Ach, das ist ja schön. Das ist ja schön. Aber das habt ihr ja schon auf den Fotos gesehen. Ich kann das wirklich nochmal das Schlafzimmer komplett abtrennen. Ja, das war der, ich wollte schon sagen, kleine 720 EF, aber so klein ist er nicht. Ist ein Fahrzeug, glaube ich, von 7,40 Meter Fahrzeuglänge. Genaue Daten findet ihr in der Verlinkung zu diesem Fahrzeug. Ich finde den wirklich gut, schön, gut gelungen. Tolle Qualität, eurer Mobil. So, liebe Leute, das war jetzt so ein kleiner Einblick in den, ja, eurer Mobil Profiler T 720 EF. Alles, was noch in diesem Fahrzeug fehlen würde, also mir würde ein Wechselrichter fehlen, eine große Solaranlage und sowas, die könnt ihr in unserer Filiale in Marburg bei der Mobile Camping Technik GmbH einbauen lassen. Und das Wichtigste ist noch, das Fahrzeug ist, ja, steht komplett zur Verfügung. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, immer jetzt mal zu sagen, abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch. Das wollte ich eigentlich schon am Anfang des Videos sagen, aber damit habe ich es jetzt gesagt. Und ich wünsche euch einen schönen Restsonntag und sage einfach mal Tschüss.